Ja, ich glaube, diese Ausschreitung, die wir heute gesehen haben und diese Auseinandersetzung mit der Polizei und diese unterschiedlichen Formen von militanten Aktionen lassen sich nur so verstehen, dass es offensichtlich eine sehr große Wut bei vielen Leuten gibt auf diese Krisenpolitik. Da sind auch einige Sachen passiert, die nicht im Aktionskonsens von Blockupy vorgesehen waren. Wir haben uns, wie gesagt, den Tag auch anders vorgestellt. Soziale Ungerechtigkeit führt früher oder später zu sozialen Unruhen. Und die sind nicht immer besonders schön anzugucken. Aber es hilft auch nichts, da den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als würde das Problem sich lösen, wenn einfach nur Ruhe und Ordnung herrscht. Wir sind heute hier, weil die Krisenpolitik der EZB und der deutschen Bundesregierung ja in ganz Europa zu Verarmungsschüben geführt hat, dazu geführt hat, dass jeder Dritte in Griechenland keine Krankenversicherung mehr hat, dazu geführt hat, dass Leute an eigentlich leicht heilbaren Krankheiten sterben. Und das ist eine Politik, die, wie man jetzt auch hier in Frankfurt sieht, zu sozialen Unruhen führt. Wer diese Form von Politik, wie sie gerade in Europa in den letzten Jahren betrieben worden ist, weitermacht, steht letztendlich vor einer relativ deutlichen und relativ harten Wahl. Nämlich möchte man vermeiden, dass es zu sozialen Unruhen gibt, dann muss man aber letztendlich Versammlungsrecht, Demonstrationsfreiheit und so weiter und so fort abschaffen und sich munter weiter in Richtung Polizeistaat bewegen. Und wenn man das nicht möchte, was ja glücklicherweise viele Leute in diesem Land nicht möchten, dann muss man anfangen, endlich an dieser Politik was zu ändern.